Eine Pfeife, die man in zwei verschiedenen Varianten rauchen kann und dazu noch einen wunderschönen Blow-Off hat, gucken wir uns heute an, die X-Hooker Morph. Sie kommt zu zwei verschiedenen Preisen zu uns. Einmal, so wie ich sie hier neben mir stehen habe, die Edelstahl-Variante für 219,90 € und auch noch in einer POM-Variante. POM ist eine Art Kunststoff für 189,90 €. Das ist mittlerweile die vierte Pfeife, die wir von X-Hooker bekommen. Es gab schon die Impulse, die Division und die Division Nano. Heißt aber auch für uns, wenn das mittlerweile die vierte Pfeife aus dem Hause X-Hooker ist, können wir keine Rücksicht mehr auf eventuelle Kinderkrankheiten haben. Ob es davon welche gibt, das gucken wir uns heute in dem Review an. Wir bekommen einmal das alles, was hier steht, außer den Kopf, plus auch noch die zwei Sachen, die hier noch nebendran stehen. Denn die Pfeife hat ein ganz einfaches System, um sie mit diesem weiteren Stück für die Rauchsäule, das einfach per Schliff mit dazugesetzt wird, noch zu vergrößern. Heißt also, wir können die Pfeife in einer großen Konfiguration rauchen, mit der Rauchsäulenverlängerung und dazu noch die Tauchrohrverlängerung. Wenn wir die beiden Sachen dran schrauben, haben wir eine komplett normal große Pfeife. So um die 50 cm rum. Ich habe es nicht genau gemessen, aber Augenmaß sagt 50 cm. Und man kann sie eben auch so rauchen, wie sie jetzt gerade hier neben mir steht, in der kleinen Konfiguration, was für mich die präferierte Variante ist. Das heißt allerdings auch, dadurch, dass man die Pfeife in groß und in klein rauchen kann, brauchen wir auch zwei Bowls. Da aber gute Nachrichten, bei der Pfeife ist direkt eine große und auch eine kleine Bowl dabei. Es steht dabei, dass es Kristallglas ist und das Glas ist auch nicht übel. So richtig Kristallglas, ich weiß ja nicht. Also ich weiß nicht, was die Definition von Kristallglas ist, dass man das genau so nennen darf. Kann sein, dass X-Hooker die hat. Ich kann euch aber sagen, das fühlt sich nicht bedeutend hochwertiger an als eine gute Standardbowl. Ja, ich hatte wenig Bläschen, die Kanten waren nicht scharf, da war alles gut, aber die hatte jetzt keine Cuts oder sowas, wie zum Beispiel eine Caesar Crystal Bowl. Das heißt also, wir haben alles in dem Set dabei, um die Pfeife direkt klein und auch groß rauchen zu können. Der Schlauch, Knickschutzfeder und Mundstück sind übrigens auch noch dabei. Das heißt, ihr braucht nur noch Kopf, was da reinkommt, ein bisschen Wasser und dann kann es losgehen. Ja, also das ist die Besonderheit von der Pfeife. Jetzt ist natürlich die Frage, schön, dass sie das alles kann, Marvin, aber taugt die auch was? Und das gucken wir uns heute an. Wir gehen die normalen Review-Punkte entlang, angefangen mit der Verarbeitung, Qualität und Materialien. In meinem Fall habe ich jetzt hier, wie gesagt, die komplette Edelstahl-Variante. Die POM-Variante hat leider keine innenliegende Edelstahlverkleidung. Klar, es muss ja auch trennbar sein, also kann man das irgendwie nachvollziehen, dass es POM ist. Und es hat auch erstmal keinen offensichtlichen Nachteil. Es wirkt halt nur einfach ein bisschen weniger wertig. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt die unbedingt in schwarz oder in weiß, dann müsst ihr POM nehmen. Aber wenn ihr jetzt sagt, Farbe interessiert mich eigentlich nicht, dann wäre für mich die Entscheidung klar, lieber 30 € mehr auszugeben und auf die Edelstahl-Variante zu gehen, weil die ist halt komplett aus Edelstahl. Abgesehen davon ist die Verarbeitung aber gut. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich anmerken muss. Wie so oft bei Pfeifen, der Teller ist nicht entgratet. Ich weiß immer noch nicht, warum es kein Shisha-Hersteller macht. Also einige machen es, aber es gibt weitaus mehr Shisha-Hersteller, die den Teller eben nicht entgraten. Und wenn man hier drüber fährt, dann ist das auf jeden Fall scharfkantig. Ich habe sogar das Gefühl, oben ist es ein bisschen weniger krass als unten, aber unten spürt man wirklich die Kante extrem an den Fingern. Auch an dem Sleeve, wenn man hier einmal über diese Cuts fährt, die da drin sind, ist das schon relativ scharfkantig. Also da muss man tatsächlich ein kleines bisschen aufpassen. Ich habe mich jetzt nicht dran geschnitten, aber ich würde es auch nicht drauf anlegen wollen, es zu probieren. Bei dem Sleeve kann ich es noch ein bisschen eher verstehen, dass das vielleicht nicht entgratet wurde, weil die ja natürlich dann flach auslaufen. Beim Teller gibt es für mich einfach keine Entschuldigung. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Gewinde laufen gut, die Schliffe sind wunderbar, das Glas ist vollkommen in Ordnung. Und wenn das die einzigen zwei Kleinigkeiten sind, die ich bemängeln kann, dann sollte man da jetzt nicht zu viel Wert drauf legen, dass mich das immer ein bisschen triggert. Ist insgesamt trotzdem gut.
Eine kleine Besonderheit bei der Pfeife, wo wir bei der Verarbeitung und eben schon beim Lieferumfang waren, ist natürlich, dass die Base zweiteilig ist. Das heißt, wir haben eine innenliegende Base und ein äußeres Base Sleeve, um den Blow-Off zu ermöglichen. Den muss ich euch dann jetzt wohl an der Stelle einfach mal zeigen. Ihr habt den ja auch schon in den Cinematics gesehen, aber einmal vorführen kann, glaube ich, nicht schaden an der Stelle. Ist halt einfach geil. Dieses System wird eben innen von einem Stift gehalten. Wir haben natürlich auch wieder Kugeln, die verhindern, dass man Luft zieht, wenn man an der Pfeife zieht. Aber der Blower funktioniert, wenn er funktionieren soll. Und da gibt es eine coole Sache. In dem Preis inklusive ist eine unlimitierte Garantie, wenn ihr die Kugeln oder diese Stifte in der Base verliert, dann schickt euch der Xhookah-Support wieder neue zu. Ist eine coole Kleinigkeit, weil ich glaube, jeder hat das schon mal durchgemacht. Ein Kumpel macht die Pfeife sauber, kippt die Bowl über der Spüle aus und schwupps sind auf einmal die Kugeln weg. Und bei der werden dann auch noch die Stifte weg oder so. Und das ist schon ein cooler kleiner Touch, dass die das machen. Von daher, sehr nice. Wo wir gerade bei sehr nice sind, gehen wir noch mal kurz auf das Setup ein. Wenn ich hier schon die Xhookah Morph teste, dann habe ich mir auch den passenden Xhookah Zetsu-Kopf und auch den Xhookah HMD geschnappt. Übrigens, zu beiden Sachen gibt es auch Videos auf dem Kanal. Das heißt, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, könnt ihr euch das gerne angucken. Ja, Verarbeitung also vollkommen in Ordnung. Für den Preis denke ich gerade noch gerechtfertigt. Normal würde ich bei einer 220-Euro-Pfeife sagen, weiß ich nicht, ob das gerechtfertigt ist. Aber aufgrund des Lieferumfangs von den zwei Bowls, von den Mehrteilen, von dem Mehraufwand, den wir haben durch die ganzen Teile in der Herstellung, finde ich das bei 220 Euro in dem Beispiel mit genau dieser Pfeife okay. Ist gut. So. Haben wir Verarbeitung, Qualität und Materialien abgehakt, kommen wir zum nächsten Punkt, dem Design. Das ist halt einfach eine schöne Pfeife. Es ist natürlich immer Geschmackssache, das heißt, ich kann euch nur meine Perspektive sagen, ob ich das Ding schön finde. Ob ihr es schön findet, müsst ihr im Endeffekt selber wissen. Für mich ist es eine sehr gelungene Pfeife. Gerade die Edelstahl-Optik finde ich extrem schön. Pomme ist in Ordnung, aber ich bin irgendwie in letzter Zeit mehr so auf dem Edelstahl-Trip, gefällt mir in letzter Zeit besser. Wir hatten sehr viele russische Pomme-Pfeifen und allein mit der Base und dem Blow-Off, und das zähle ich zum Design dazu, ist das einfach unglaublich geil. Die Rauchsäule ist in Ordnung, ja, die ist schön, die ist etwas dick, wenn man sie klein hat, aber das muss auch so sein, weil ansonsten wäre sie zu dünn, wenn man sie groß hat, also ist das vollkommen in Ordnung so. Der Teller ist ganz simpel aufgebaut, der Kopfadapter ist ganz simpel und eigentlich ist die ganze Pfeife an sich simpel. Wäre dann nicht der unglaublich nice Blow-Off und eben wieder die Besonderheit, dass wir die Pfeife einmal groß und einmal klein rauchen können. Und an der Stelle, wenn wir schon über den Blow-Off reden, machen wir ihn einfach nochmal. Ich habe die Pfeife jetzt schon eine Weile da und ich kann mich nicht dran satt sehen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich es mache. Wir hatten so viele Pfeifen, die damit geprotzt haben. Erst, ich habe 2 Blow-Offs, ich habe 4 Blow-Offs, ich habe 15 Blow-Offs, ich habe, weiß ich nicht, wie viele Blow-Offs. Und die Xhookah hat 1 Blow-Off. Aber das Wichtige ist, der eine Blow-Off ist neu. Es gab eine Pfeife, die das mal hatte, die Shishaya The Rock, aber die gibt es schon lange nicht mehr und die hat bei Weitem nicht so gut funktioniert, leider. Von daher würde ich noch sagen, es ist ein neues System und es ist ein schönes System. Und dann reicht mir auch ein System. Es ist natürlich cool, wenn man auch eine Pfeife hat, wo man das Ganze noch umbauen kann. Aber wenn eine Pfeife einen wirklich schönen Blow-Off hat, dann ist das für mich wirklich in Ordnung und ich bin da happy mit. Und das ist so bei der Xhookah Morph. Also für mich zusammengefasst, Design sehr nice. Sowohl in klein als auch in groß gefällt mir die Pfeife gut. Again, ob euch die Pfeife gefällt, das müsst ihr am Ende des Tages selber entscheiden. Was ihr aber nicht unbedingt selber entscheiden müsst oder wo es zumindest eher objektiver zugeht, ist das Rauchverhalten. Und das ist unser nächster Punkt in unserer Kategorienliste. Und beim Rauchverhalten kann ich sagen, auch sehr nice. Also Rauchverhalten ist vielleicht sogar der beste Punkt, abgesehen vom Design. Das heißt, ich würde sagen, Qualität war in Ordnung, absolut okay für den Preispunkt und den Lieferumfang. Design ist cool, ist was Neues, ist was Schönes, geiler Blow-Off. Und jetzt haben wir noch das Rauchverhalten und das Rauchverhalten ist auch sehr gut. Sowohl der Durchzug als auch das Entlüften. Ich nehme nochmal einen Zug und dann kommen wir zu unserer Bewertung auf der 0 bis 10 Skala. 10, super Durchzug, fast wie atmen. 0, gar kein Durchzug. Ich nehme nochmal einen kompletten Zug, so schnell wie ich kann. Und dann seht ihr, wie lange das dauert. Dann kann man das ungefähr abschätzen im Vergleich zu den anderen Reviews. Ja, und das geht auf jeden Fall sehr, sehr fix. Durchzug würde ich eine 8,5 geben. Also schon ein wirklich sehr nicer Durchzug, sehr offener Durchzug. Nicht ganz an der Aeon dran, aber tendenziell ein Stück über der Breeze 2, ein Stück über der Stimulation Pro X Mini und ungefähr vergleichbar mit der Viro Penta. Vielleicht ein kleines bisschen drunter. Aber so in der Range ungefähr. Das Entlüften geht auch sehr, sehr einfach. Das heißt, man hat relativ wenig Widerstand, aber so viel, dass man nicht das Gefühl hat, man könnte irgendwie durch irgendeine Lücke die Luft drücken. Ihr werdet bestimmt wissen, wovon ich rede.
Ich finde, man hat genau den richtigen Widerstand. Wenn jeder Blow-Off genauso viel Widerstand hätte, dann wäre das für mich optimal. Der Rauch kommt schön dick aus dem Blow-Off. Das heißt, es ist nicht zu schnell. Es fühlt sich aber auch auf keinen Fall schwer an. Das heißt, wie man entlüftet, für mich perfekt getroffen. So, ich kann die Pfeife auch gerade nochmal umbauen auf groß. Drehen den Teller etwas lose, heben den gerade mal raus. Dann können wir ganz easy hier einmal das Sleeve aufsetzen. Und wenn ich das Tauchrohr noch verlängern will, dann muss ich einmal kurz die Pfeife rausnehmen, schraube den Diffusor ab, setze die Tauchrohrverlängerung an und schraube die dran. Dann wieder den Diffusor dran, wenn man ihn benutzen möchte. Und dann müssen wir nur einmal unsere kleine Bowl wegstellen und uns die große schnappen. Und dann können wir einfach wieder unseren Teller aufsetzen. Jetzt seht ihr den Kopf leider nicht mehr ganz, aber ist halt dann auch eine große Pfeife. Und schon haben wir das Ding auf groß umgebaut. So, wo wir die Pfeife groß haben, kommen wir zum großen Abschluss des Videos. Wir kommen zum Fazit. Wir sind die Kategorien durchgegangen. Bei der Verarbeitung ist es okay, aber nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes. Also vollkommen okay, Mittelmaß würde ich sagen. An sich gut verarbeitet mit ein paar kleinen Kinderkrankheiten. Design, einzigartig durch groß und klein und durch den extrem geilen Blow-Off. Den kann ich euch jetzt auch nochmal in groß zeigen. Kommt dann natürlich auch geil, weil es ein weiterer Weg ist. Und abschließend hatten wir dann noch das Rauchverhalten, das mich bei der Pfeife fast am meisten überzeugt hat. Oder die Kombination aus dem sehr schönen Blow-Off beim Design, dem Design, das nicht aufdringlich ist, das schön ist, aber auch nicht krass special. Also ich meine, es ist jetzt keine Duscha Valkyrie oder so, aber sie sieht schön aus, meiner Meinung nach. Und dann eben das Rauchverhalten, das mich auf ganzer Linie überzeugen kann, weil der Durchzug für mich passt und das Entlüften für mich perfekt ist. Um die Frage vom Anfang aufzugreifen, kann die Pfeife mehr als nur groß-klein und schöner Blow-Off, da kann ich sagen, ja, das Rauchverhalten ist auch noch unglaublich gut und die Verarbeitung ist in Ordnung. Für 220 Euro bekommt man hier also ein sehr besonderes Set. Ich kenne keine andere Pfeife, die direkt mit einer großen und einer kleinen Bowl kommt und auch in groß und auch in klein geraucht werden kann. Das ist auf jeden Fall sehr geil. Und wenn das etwas ist, was ihr gerne hättet und was ihr bei einer Pfeife sucht, dann kann man die X-Hooker Morph auf jeden Fall empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal, eure Shisha-WG.